Man kann natürlich sofort erkennen, dass es sich hier um einen originalen Off-White Galaxy Print Hoodie handelt. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Eure schlimmsten Outfits. Die Ausgabe, bei der wir eure schlimmsten Outfits begutachten, bewerten und genau analysieren. Nice, Digga. Das Kontrast-Pendant zu unserem Format richtig kombiniert. Das mit der letzten Ausgabe, Young Hurns Analyse, hier nochmal abgecheckt, so ziemlich keine Sau interessiert hat bei, keine Ahnung, 25.000 Views. Also mal schauen, ob wir das Format nicht wieder einstampfen, weil ihr anscheinend nur schlechte Outfits sehen wollt. Überhaupt kein Problem für all jene, die aber keine Lust mehr haben, schlechte Outfits anzuziehen. Der soll einfach warten, bis meine neue Modemarke M&M rauskommt. Liebe Leute, vor Weihnachten geht sich auf alle Fälle aus. Ende November, das ist das finale Datum, das hoffentlich nicht mehr verschoben wird. Und ganz wichtig, bis dahin ein bisschen was auf die Seite legen, gell? Denn wenn es dann droppt, solltet ihr eines haben. Ich habe ein bisschen Bargeld. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen gar nicht mehr länger quatschen. Wir schauen uns eure schlimmsten Outfits an, die ihr mir geschickt habt auf meiner zweiten Instagram-Seite. Mama, what the fuck? Maximilian Army's Worst Fits. Hier schauen wir uns ein paar, ich habe da einige herausgesucht und eine Reihung erstellt. Beziehungsweise ich habe eigentlich gar keine Reihung erstellt. Doch, habe ich. Ich nehme die jetzt random raus und sage, das ist Platz 6. Nein, mache ich natürlich nicht. Ich bin schwerstens vorbereitet. Und wir fangen einfach an mit Platz... Wir fangen gar nicht an mit irgendeinem Platz, sondern wir fangen an mit einem sauwitzigen Video, das ich auf TikTok gefunden habe, das ziemlich gut passend zu dieser Videothematik ist. Artikulationstechnisch bin ich halt wieder on top. Schauen wir uns das Video an, ich rutsche ein bisschen rüber, damit man mein Handy besser sehen kann. I've been on this outfit for some time now, and my stepmom Karen says I'm not allowed to wear it out tonight. I mean, like, respect the drip, Karen. Mega nice. Mega extrem, würde ich mir sogar selber kaufen. Wir machen direkt weiter mit unserem Platz Nummer... Mit dem Platz Nummer 7. Das ist dieses Outfit. Ja, was sehen wir hier? Es schaut irgendwie so aus, als hätten wir wirklich wieder Layer für Layer, ähnlich wie das unser New York Yankee Gucci Motherfucker mit der 1800 Euro New York Yankee in der New York Yankee Kooperation gemacht hat. Kann sein, ich weiß echt nicht. Im Zwiebellook mehrere Schichten angezogen. Der Kopf ist auch kaum noch ersichtlich. Die Kappe ist wirklich auch das Einzige, was hier hervorsticht. Die ist aber entweder in Weiß oder in so einem Cremeton angepasst an diesen Hoodie, den er da noch trägt. So eine Nike Daunenjacke in einem grün-blauerlichen, oder? Dazu Adidas, sind das Adidas NMD? Ich habe selten so hässliche Adidas Schuhe gesehen. Es schauen nicht aus wie NMD, irgendwie wie andere. Ich kenne das Modell nicht, vielleicht sind es nicht mal Adidas. Aber das ist unser Platz Nummer 7, verdient auf alle Fälle. Dann geht es direkt weiter zu unserem Platz Nummer 6. Wir haben hier den Kollegen ziemlich nice auf seinem Moped am Chill. Hat sich hier das Bandana umgeschnürt, um entweder in diesem Format anonym bleiben zu können oder weil es halt einfach so den finalen Look der Gangsterhaftigkeit verleiht, wer weiß. Dazu ein Basic Pullover, der relativ kindlich aussieht, also sowas, was man seinem 8-Jährigen kaufen würde. Ein braunes Lederband, die Uhr kann ich leider nicht erkennen. Und dazu natürlich die Yeezy Beluga 2.0, liebe Freunde. Für mich auch ein katastrophales Outfit. Also für mich Platz Nummer 6 verdient. Schauen wir weiter zu Platz Nummer 5. Platz Nummer 5 ist für mich dieser Kollege hier. Ich meine, wie viele Jogginghosen kann man eigentlich anziehen? Wichtig zuerst eine lange Jogginghose mit roten und Startpaketschuhen, dazu ein weißes Shirt und nochmal ein Layer drüber in einem weiteren andersfärbigen Grauton. Weiß ich nicht, wie viele Grautöne man hier vereinen kann. Dazu hat er noch eine fette Tüte. Sackerl, sagen wir in Österreich, ja. Trägt er hier. Für mich katastrophales Outfit, verdient Platz Nummer 5. Damit gehen wir weiter zu Platz Nummer 4. Zu diesem Kollegen hier, an sich ja nichts Schlimmes, hier Champion-Socken in kurz mit einem türkisen Champion-Shirt zu kombinieren und weil man farblich halt was machen möchte, nimmt man halt diese orangene Bauchtasche und dazu noch ein orangenes Band. Was das Ganze aber witzig macht, ist, dass er hier einfach Supreme draufgeschrieben hat. Er hat einfach mal Supreme auf diese Bauchtasche geschrieben, in der Hoffnung, sie würde zur Original-Supreme-Tasche werden. Die Collabo hier nochmal reinkarniert in seiner Schlechtigkeit, finde ich sehr, sehr nice, verdient Platz Nummer 4. Gehen wir zu Platz Nummer 3 und den kriegt
dieser Kollege hier, weil er einfach mit Absicht kacke aussieht. Es ist halt aber trotzdem mega witzig. Prinzipiell geht es ja in diesem Format darum, ernsthafte Outfits einzuschicken. Das erkennt man natürlich sofort, dass das nicht ernsthaft ist. Aber er schaut halt einfach witzig aus. Mit seiner Brille, die mich leicht an Jan Huhn erinnert, und diesem Gürtel von Off-White, den er sich da um die Stirn gebunden hat, der bis am Boden runterhängt, finde ich sehr, sehr witzig. Und ist das ein Obama-Shirt? Ja, also auf jeden Fall ein Supporter. Dazu dann natürlich noch diese Supreme-Bauchtasche. Bin ich alles zusammen, zwar kein ernst gemeintes, aber auf alle Fälle sehr, sehr witziges Outfit und somit platint Platz Nummer 4. Ich glaube, wir sind bei Platz Nummer 3, oder? Platz Nummer 3. Schauen wir zu diesem Typ her. Der Superman unter den schlechten Outfits. Also er hat hier eine blaue, runde Superman-Kappe. Dazu eine Brille, die er sich vermutlich, eine optische Brille, die er sich vermutlich von seiner Mutter ausgeliehen hat. Keine Ahnung, wie die heute ihre Rosamund Pilcher Bücher lesen soll, aber er hat es natürlich super abgestimmt auf dieses rote Gelee, diese rote Weste mit diesem komischen Print. Erinnert mich so ein bisschen an Bitcoin oder Balenciaga, keine Ahnung, was das sein soll. Und ist natürlich wichtig, dass man im Hochsommer eine Daunen-Gelee-Jacke anzieht. Wie man nämlich auch an dem Shirt runterkennt, kann es nicht besonders kalt gewesen sein. Und diese Kette ist natürlich auch bombastisch. Also sie ist leider nicht iced out, aber in Gold auf jeden Fall gehalten. So eine leichte Zuhälterkette, wie man sie immer wieder an den Türen von Wiener Stripclubs sieht. Also finde ich sehr, sehr nice. Verdient Platz Nummer 2, 3. Zwei Plätze haben wir noch, also war das Platz Nummer 3 und die restlichen Plätze werden halt nach hinten verschoben. Kommen wir zu Platz Nummer 2, liebe Freunde, und das ist verdient Platz Nummer 2. Man kann natürlich sofort erkennen, dass es sich hier um einen originalen Off-White Galaxy Print Hoodie handelt. Ist natürlich leicht zu erkennen, dass der absolut originalgetreu in den Farben, in den Mustern und auch in der Aufschrift hier produziert wurde. Finde ich super, dass er sich zu Recht hier mit diesem Emoji anonymisiert und Off-White nochmal in Klammer setzt. Ich nehme mal stark an, dass auch der Gürtel nicht besonders echt ist, vor allem wenn wir uns dieses E in seiner Breite für echt ansehen, sieht man, ja, Katastrophe. Platz Nummer 2 für dieses Fake-Outfit. Und somit kommen wir zu Platz Nummer 1 und den hat dieser junge Mann hier verdient. Ist ein älteres Foto. Also ich weiß, dass dieser Typ jetzt schon um einiges älter geworden ist, aber das Outfit ist natürlich super. Ich nehme mal stark an, das hat ihm noch seine Mutter angezogen. Aber dieses blaue Farbenspiel aus Babyblau, Dunkelblau und Türkis finde ich einfach extrem witzig. Also wenn wir da nach unten gehen, haben wir echt so alle Nuancen der Farbe Blau. Scheiße, auch gleich leer. Nice, Digga. Wir haben diese dunkelblauen Converse, dann diese blauen Socken in diesem Streifenlook, dann diese Badehose, wo man auch dunkleres Blau findet und dazu noch dieses Hemd. Also wenn der in der Schule nicht verarscht worden ist, dann weiß ich nicht, was hier abgegangen sein soll. Aber für mich sehr, sehr nett. Er ist auf jeden Fall happy über sein Outfit. Das kann man an seinem breiten Grinsen erkennen. Also danke vielmals, Brudi, dass du uns dieses Outfit hier anvertraut hast. Verdient Platz Nummer 1. Und damit sind wir am Ende der schlimmsten Outfits unserer Community, der Worst Fits der Maximilian Army. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure vielen Einsendungen. Ihr könnt weiterhin einsenden für Content für ein neues Format dieser Ausgabe. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wie viel spucken kann man? Und wie kommst du dahin? Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Kommentiert mir in die Kommentare, welches Outfit ihr am schlimmsten und welches Outfit ihr am witzigsten gefunden habt. Seid gespannt auf die neue Modemarke. Wisst Bescheid, Ende November ist es dann finally soweit. Das war's von mir, euer Maximilian.